Ja, gut. Haben wir darüber noch reden? Du bist so doof. Du bist so dämlich. Ich leite dann mal auf Seefahrt ab, also eine 25er Erschwernis. Naja, nur plus 5. Nur plus 5, also Seefahrt plus 20. Ja, siehst du, guck mal, der Doppel 1 20. Geht immer, würde Kasim jetzt sagen. Doppel 1 geht immer. Doppel 20 auch. Hab ich heute Glück? Ah ne, das wird mir sowieso nichts bringen. Oder warte, ich guck trotzdem, ob ich heute Glück hab. Ey, wieso? Klar, du kannst ja. Ich hab heute kein Glück. Das war ein Schuss in den Ofen! Und Ragnar kentert, fährt den Bach runter, ich weiß es nicht. Oh, wie viele Sternchen fehlen dir? 9 Stück? Nur 11. Ach, 11. Gerade mal 11. Dann fährst du 1W20 Meter, 11 Meter und fängst dann an zu kentern. Du merkst, dass du abtreibst, dass du überhaupt nicht in Richtung der Flussmitte kommst, wo die Strömung noch stärker ist. Und dann merkst du, wie wohl aus irgendeiner Richtung kaltes Wasser in das Boot hineinläuft. Eiskaltes Wasser. Das Boot leckt! Du weißt, dass wenn deine Kleidung nass wird, dann bringt nicht voll sein, die BE um einen noch steigt. Ja, das kann sein, aber ich, versuche das zu retten, was zu retten ist, und voller Kurs zurück, wenn das irgendwie möglich ist. Kein Problem, Boote fahren plus 15, um wieder zurückzukommen. Weit bist du ja nicht gekommen. Also jetzt um 25 erschwert? Nee, es ist Boote fahren plus 15 oder Seefahrt plus 20. Ah, plus 20 nur sogar. Ja. Hätte nicht gedacht, dass es so weit da reinkommt. Jetzt ist halt Wasser im Kanu, das lässt sich nicht gut steuern. Und das Wasser, also das Kanu schlägt weiter, na wirklich leck ist es nicht, irgendwie dreht es sich. Du versuchst noch das Gewicht zu verlagern, weißt nicht genau, oh Gott, jetzt siehst du die Räder sogar auftauchen, die du eingeklappt hattest. Das Segel neigt sich bedrohlich und du versuchst, okay, jetzt ist es schon zu spät, du bist im Wasser, die kalten Fluten umarmen dich. Würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe, erschwert um 10, um den eiskalten Wasserströmung dann zu entrinnen. Sonst packt dich das eiskalte Wasser. Easy. Alles klar, dann ist deine Schwimmprobe jetzt erschwert um 15. Wie, was ist erschwert um 15? Um 15, deine Probe. Schwimmprobe. Er ist Torwaller, die können mit Booten umgehen. Lass den meine Schwimmprobe? Schwimmen, ja. Ja, easy. Also, die Strömung gilt halt nicht nur für das Boot, sondern auch für deine Schwimmproben. Ja. Ich hab die Behinderung dann eingerechnet. Dann schluckst du eiskaltes Wasser, du bekommst 1W6 Ausdauerschaden. Schwimmen 3, oder was ist da los? Ja. Dir fehlen 42 Punkte Erleichterung. Er könnte noch ein bisschen Hilfe von dir brauchen, Frosty. Ja, die anderen. Weißt du was? Nein, lass ihn ersaufen. Die anderen erkennen, wie das Boot von Ragnar nach 2-3 Metern, wie er sich abgestoßen hat, abtreibt, kentert. Ragnar schaut nochmal so ein bisschen. Ich habe 11 Meter geschafft. Ich habe 11 Meter geschafft. Ja, 11 Meter hast du geschafft, aber in die falsche Richtung. Sicher, dass ich schwimmen kann? Und Ragnar geht unter. Ganz sicher? Also nein, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ragnar! Reiß dich zusammen, komm endlich herbei! Hat jemand ein Seil? Ja, hier, habe ich denn? Friem mir mal ein Seil vom Gürtel los. Schwimmprobe. Immer rennt man Richtung Fluten, aber er will natürlich nicht reinspringen. Hier, ich halte das fest, immer. Wirf ihm das Seil zu. Schwimmprobe plus 14. 14 nur easy. Guck mal, es wird immer leichter, dass du mehr. Ja, ich gewöhne mich ans kalte Wasser. Ja, genau. Und kann ich auf Schleichen ableiten? Unten am Grund ist es auch nicht ganz so kalt, beziehungsweise nicht ganz so strömisch. Einen weiteren Ausdauerschaden. Nein, hier. Kein Problem. Mal hier ein bisschen tief tauchen. Wenn das so weitergeht, kannst du noch eine Weile hier ersaufen. Also ich auch so. Vielleicht sogar gib mir nochmal eine Schwimmprobe, wieder plus. Nee, diesmal nur plus 13 und dann kann Abdulon ihm zumindest mal hinterherrennen. 11 Meter musst du machen. Sehe ich ihn überhaupt? Wenn ich ihn sehe, dann würde ich natürlich hinterherlaufen. Du siehst das Kanu, siehst du. Aber das Kanu? Auch, das Kanu treibt weiter ab, also das strömt. Aber im Kanu kann ich eindeutig erkennen, dass er nicht da drin ist, oder? Er ist nicht im Kanu. Das Kanu ist gekentert. Ja, dann suche ich natürlich mit den Augen ihn im Wasser irgendwo. Okay, ja. Schwer. Sinnschärfe plus 13.
Also da möchte ich auch mitmachen. Ja, Ömer sieht ihn nicht, er schaut aufs Wasser und ja, bleibt einfach da stehen, wo er ihn zuletzt gesehen hat, dass er weiter abtreibt, daran denkt er gerade gar nicht. Und hat das Seil in der Hand, will ihm das zuwerfen, sobald er nicht mehr ihn sieht. Siehst du noch irgendwo? Ich kann heute den Wellen überhaupt nichts ausmachen. Hilf mir doch! Ich lobe einen Dukaten aus, der meinen Gefährten rettet aus dem Wasser. Blub, blub, blub. Schön, dass du mir jetzt aber mir motiviert bist. Wird dich irgendwie angesprochen? Irgendeiner von den da Stehenden? Einer der Fährleute setzt sich in so ein Boot, kappt da das Seil und lässt sich dann abtreiben. Ein Dukaten! Mach zwei draus, ruft ihr dann noch hinterher und lässt sich weiter abtreiben. Also ich will nichts sagen, aber ich glaube, Ragnar ist gerade ziemlich untergegangen. Ragnar, zwei Dukaten, gut! Ein weiteren Ausdauerschaden für dich. Ja, einen weiteren Ausdauerschaden oder darf ich nochmal meine Schwimmprobe? Die Torwaller gelten als hervorragende Schwimmer. Das habe ich auch gehört, aber... Ein Torwaller? Gerade nicht so. Dann doch ein Dukaten. Vielleicht taucht er auch durch den Fluss und kommt gleich auf der anderen Seite wieder raus und du verschwendest dein Geld, aber in ihr. Es ist unser Gefährte, wir können nicht ertrinken lassen. Sieht ihn irgendjemand? Ich schaue nochmal. Ist wieder plus 13? Oder ist nur noch mehr geworden, weil er weiter weg ist? Du weißt ja nicht, wo er ist. Ich schaue ins Wasser hinein. Über links, rechts, links, rechts. Ja, nee, du findest ihn nicht. Also da sind Blasen, da sind auch welche. Da ist viel Wasser. Ich sehe ihn auch nicht. Aber irgendwo hier ist er. Ja, das ist die Sinnschärfeprobe von dem Fährmann. Auch der fährt vorbei. Also er lässt sich halt weiter abtreiben, stochert mal ab und zu. Er stochert zum Glück nicht auf Ragnar. Sehe ich den Stock? Du siehst ihn, ja, aber du kommst da nicht ran. Ich versuche es. Gib mir mal eine Schwimmprobe plus 10, damit du da rankommst. Easy. Da. Wenn man rausfordert, dann. Ganz knapp. Ja. Dann kriegst du panisch, ja, versuchst du nach Luft zu schnappen. Jetzt kriegst du 2W6 Ausdauerschaden, weil die Luft langsam knapp wird. Ich renne mal zu einer anderen Fährmännern hin. Ja, los, tut was! Die gucken gerade auf dich. Du siehst, wie der so gerade 5 Silber einstreichen und gerade mit der Axt durchhacken, sich gerade teilen. Was sollen wir denn tun? Man ja, 5 Dukaten, wenn ihr ihn rausholt. Egal wie. 5 Dukaten. Ja, wir haben doch schon einen losgeschickt. Zucken mit den Schultern, was sollen wir denn machen? Rettet ihn, egal wie. Egal wie, ja. Schlag mal vor, was wir machen sollen, Magier. Nehmt doch dieses dämliche Floß und hängt es an ein Seil. Da hinten, wo die Blasen, ich glaube, das sind Blasen da hinten, hochkommen. Ich glaube, ein Boot haben wir noch, oder? Ja, ein Boot müsste auch da sein. Das ist nicht an der Kette. Die anderen sind alle an der Kette. Gute Kette. Gut, dann lass, starke dann Kette. Die besten Ketten seit hoher Zeit. Dann lass dieses verdammte Floß endlich zu den Blasen dort hinten ab und holt ihn hoch. Ich glaube, das Wasser ist sowieso zu kalt. Tut es. Ragnar, Schwimmprobe. Er schwert um. 13. Oh yeah. I got this. Ups, das war Sinneschärfe, Entschuldigung. Ich kann nicht lesen. Ja, fehlt nur ein bisschen. So. Ganz klar. Ich würde ganz gerne mal, Pure Facts, das war vielleicht nicht meine schlauste Idee, aber würdest du mir vielleicht mal ein viel bisschen, ne? Ich gebe dir auch all meinen Reichtum, den ich bis jetzt angehäuft habe und, ne? Aber ich kenne da jemanden, der würde dir aushelfen. Den hat sich Facts sowieso schon interessiert. Den hat sich Facts sowieso schon genommen. ja, du merkst wohl, wie, ja, Abelmir ganz, ganz gemütlich machen sich einer der Fährmänner, macht sich los, ruft noch irgendwie seinem Kameraden, der schon weiter den Fluss abgetrieben ist, ruft er noch irgendwas zu, hat sich wohl gerade oben auf das Kanu gestellt von Ragnar, versucht das so ein bisschen umzudrehen. Ragnar, gib mir mal eine Schwimmprobe, sie ist erschwert um 3W6. 3W6? Erstmal 3W6 und danach... Oh, ja. Man kann nicht immer du Glück haben. Du holst dich das Maximum an Spannung raus. Man kann nicht immer Glück haben, aber ich habe gar nicht so schlecht gewürfelt. Gut, dann kriegst du wieder 2W6 Ausdauerschaden und du kannst nochmal eine Schwimmprobe machen, wieder um 3W6 erschwert. Und dann erlöse ich dich, wenn du dann noch lebst. Also noch habe ich 12 Ausdauer und jetzt nochmal erschwert um 3W6? Genau, jetzt nochmal 3W6. Komm, würfel 3 Einsen. Na, ist eine 11, sind quasi 2 Einsen. Du kannst ja die 6 nochmal mit Glück neu würfeln.
Ich habe ja keinen Glück, ich wollte schon ausgewürfeln. Alles klar. Ah. Ja, und dann weitere 2W6 und dann hoffen wir, dass du noch lebst. Easy. Du hast noch einen Ausdauer, ne? Einen Ausdauer, dann bist du ohnmächtig. Nee, ich hab nur... Nee, einen Ausdauer ist dann nicht ohnmächtig. Achso, nur bei 0. 7 habe ich noch. Wie viel lebt denn jetzt noch? Ah ne, ich habe die anderen Ausdauer nicht abgezogen. Ausdauer wird doch nicht abgezogen bei Ausdauerschaden. Klar, du kannst ja keine Ausdauer regenerieren im Moment. Tatsächlich kriegst du sogar die Hälfte deines Ausdauerschadens als Lebenspunkte. Ja, aber nicht beim Ertrinken. Doch. Nein. Auch beim Ertrinken. Immer. 100% nicht, aber ist immer Hälfte LE. 100% nicht, aber wenn ihr das sagt, dann bin ich bei 6 Lebenspunkten. Gut. Alles safe. Dann, können die anderen erkennen, wie wohl sich gerade ein zweiter Fährmann abgestoßen hat, hat wohl wieder mit so einem Spieß in den Morast rumgestochert und hat dann wohl irgendwie einmal kurz aufgeschrien. Der andere macht sich weiter am Kanu zu schaffen und versucht das jetzt gerade zu bergen mit den restlichen Sachen, die dann noch dran sind. Und irgendwo 5 Meter entfernt von Abdulon und den anderen, die herbeigerannt sind, Jalon ist ja auch herangerannt, könnt ihr dann einen nassen Klumpen erkennen, voll schlammig, getrieft, wird jetzt gerade in Richtung des Randes der Dergel geschubst, gestoßen, ein eiskaltes Fellbündel. Das, was eben noch Ragnar war. Wie geht's weiter? Ist der auf unserer Seite vom Fluss oder auf der anderen Seite? Ja, natürlich. Dann renne ich mal schon hin, Ovi. Wenn es so einfach wäre, die Dergel zu überqueren. Dann renne ich mal dahin, Ovi. Also, er hat wie gesagt, noch? 2 Meter über die Dergel rüber. Da bist du noch lange nicht drüber. Achso. Ich habe 11 Meter geschafft, dachte ich. 11 Meter den Fluss abwärts, aber 2 Meter über. Schade. Ja, genau. Ja, er atmet noch und spuckt jetzt, glaube ich, eine ganze Menge Wasser. Wenn du ihm dann einfach mal auf die Brust schlägst oder sowas, dann kommt er wieder zu Bewusstsein und hustet und keucht. Und friert. Ihr ins Gesicht. Eine Backpfeife. Ja, immer versucht, ihn ein bisschen auf die Seite zu drehen, so ein bisschen jetzt hier sozusagen den Oberkörper ein bisschen höher zu heben als den Kopf, dass erstmal das ganze Wasser aus den Lungen rausläuft, aus dem Magen, wie auch immer. Ach nein, du Idiot! Ich hab's jetzt nicht geschafft, es war ganz knapp! Was habt ihr euch gedacht? Seid ihr von allen guten Geistern verlassen worden? Ja, ich stehe da gerade so ein bisschen sprachlos und einfach nur im Murmel vor mich hin. Wir werden niemals zu unserem Ziel ankommen, wir werden das niemals überleben. Einer der Fährleute kommt zu Abel mir gelaufen. Oh, Herr Magier, wir haben euren Freund gerettet. Hält die Hand auf, reibt sich einmal mit seinem Daumen in die offene Hand. Meine Hand juckt ein bisschen. Ich verstehe. Hab den guten Torwaller gerettet, dankeschön. Drück ihm die 5 Dukaten Hand. Hier, nehmt. Ja, gutes Geld. Dafür können wir ein paar Monate saufen. Ragnar, du schuldest mir 5 Dukaten. Gerne wieder. Danke, Abel mir. Hat irgendjemand... Ein Mantel? Ich habe keinen Ersatzmantel, es tut mir leid, Ragnar. Ich habe, glaube ich, eine Decke unter meinen Sachen. Ich setze meinen Rucksack ab und kram die Decke mal raus und drücke ihm die in die Hand. Ja, Ragnar mit blauen Lippen nimmt sich die Zettel an und legt sie sich um die Schultern und ja. Eiskalt. Und ich habe es fast geschafft. Fast. Die Betonung liegt oft fast. Das war nicht mal halb drüber. Also wir können immer noch dein Boot holen, dann kannst du es nochmal probieren. Wo ist mein Boot? Der andere Fährmann müsste das eigentlich haben. Warte das, ist mal, jetzt ziemlich weit das ist jetzt ziemlich weit den Fluss runter geschwommen ohne dich. So, der andere Fährmann hat das doch wieder geholt, oder nicht? Ich guck mal, hat er das wieder geholt? Das ist jetzt ungefähr 100 Meter weiter am Rande und beide Bootsmänner sind sich da jetzt wohl gerade zu schaffen. Haben das jetzt gemeinsam, nachdem der eine Ragnar rausgepiekt hat, ist er auch weitergefahren. Die Strömung hinab hat sich dann zu seinem Kameraden da gesellt und beide plündern jetzt dieses Kahn. Ja, das ist eh leer. Genau, also ganz, ganz viel ist eben auch in der Dergel versunken.
und wird dann höchstwahrscheinlich irgendwann den Dergelhain oder sowas zum Fraße fallen, aber das ist eine andere Geschichte. Wir sollten in die Stadt kommen und dich abtrocknen. Die aktuellen Temperaturen betragen Kälteklasse 3. Wir sind irgendwo bei 0 Grad, minus 0 Grad und dementsprechend bekommt ihr 1W6 Kälte TP pro Stunde. Ihr könnt euch dagegen schützen, wenn ihr einfach gute Kälteschutzkleidung tragt. Wie sieht denn das aus bei Abdulon? Abdulon, was hast du denn für eine Kälteschutzklasse? Ich habe überall mindestens 4, außer an dem Händen oder an dem Kopf war das. Und schau mal gerade meinen Shred rein. Habe ich die 5 haben. Okay. Dementsprechend ist das bisher hin, weil ich nicht nass geworden bin und du nichts von extrem gefährlichen orkanartigen Winden erzählst, noch bin ich noch im grünen Bereich und kann damit die Kälte ignorieren, okay, wenn ich auch eben dadurch aussehe wie ein kleines Michelin-Männchen. Kalt ist die Kälteklasse 3. Mit einer Kälteklasse von 1 könntest du das auf kühl anheben. Mit einer Kälteschutzrüstung 2 auf mäßig warm, da bekommst du dann schon keinen Kälteschaden mehr. Und dadurch, dass du eben bei 4 bist, ist das Ganze sowieso egal. Du könntest also noch bis frostig, also wenn du dann Temperaturen minus 20, sogar bis minus 35 Grad, wären die aktuelle egal. Wie sieht das aus bei Abelmir? Was hast du für eine Kälteschutzkleidung? Die schlechteste an den Händen, Kälteschutzklasse 2, ansonsten von 3 bis 7. Gut, dann gehst du auf 2 Klassen nach oben, kriegst keinen Kälteschaden. Torgosch, wie sieht das bei dir aus? Am besten stellen 2, am schlechtesten müssten meine Füße sein mit 1. Gut, dann rutschst du von kalt auf kühl und bekommst 1W6 Kälte-TP pro 6 Stunden. Und die sind jetzt auch um, du bekommst, jetzt so im Laufe des Tages, du hattest das natürlich auch viel regenerieren können, gerade wenn du in den Gasthäusern schläfst, gar nicht so wild, aber ich gebe dir jetzt, während du hier auf der Kaltbrücke wartest, gebe ich dir 1W6 Kälte-TP. Bin ich denn vorher voll in diesen 4 Tagen? Ja, oder? Ganz generell bist du auf diesem Wege voll, du hast irgendwie alle 10 Meilen hast du irgendein Gasthaus, da kann man doch mal einen schönen Mee trinken oder irgendeinen warmen Zwergenwein, dementsprechend ist das gar nicht so das Problem, solange du auf der Reichsstraße bist, solange du ein Gasthaus hast, wenn du auf Freiem schläfst, dann bekommst du auch nachts alle 6 Stunden 1W6 Kälte-TP. Iolaus hat sicherlich auch 4, Jalan hat 4. Ragnar, was hast du für eine Kälteschutzkleidung? Ich hatte 4, habe jetzt allerdings nur noch 3, da ich Wollkleidung anhabe und diese Wollkleidung der Kälterüstungsschutz um 1 gesenkt wird. Und deswegen bin ich nur noch bei Kälterüstungsschutz 3. Was hast du? Wollkleidung? Genau, ich habe das gleich wie alle anderen auch. Ist das nasse Wolle, Kälteschutz minus 1. Genau. Gut. Dann bekommst du noch keinen Schaden. Aber du solltest. Ist trotzdem kalt. Ich würde gerne in ein Gasthaus gehen. Ja, da muss man natürlich mit der Fähre rüber. Gar kein Problem, sollte sicherlich klappen. Du bist trotzdem noch kalt, ne? Alles gut. Und könnt ihr euch wieder neu anstellen. Habt euch natürlich aus der Schlange gelöst. Dauert wieder eine weitere Viertelstunde, halbe Stunde. Und dann seid ihr irgendwann dran und mit einem Grinsen setzt euch der Fährmann rüber nach Werheim. Die Strömung ist brutal. Auf dem Weg hinüber spricht wohl auch der Fährmann noch eine weitere Legende. Er sagt wohl, dass ein grauer Mann, wer auch immer das ist, verhindert, dass eine Brücke gebaut wird, verhindert, dass hier irgendwie, der Fluss bezwungen wird. Wer auch immer der graue Mann ist. Eine Legende aus Werheim, seit dunkelsten Zeiten. Nur nochmal zur Klarstellung, der Preis pro Bein ist auch für Tiere 8 Kreuzer, richtig? Ja. Pro Bein. Alles? Die haben natürlich mehrere Beine. Dann zahle ich 4,8 Heller. Das passt, denn ich habe gerade noch 4,8 Heller klein. Gut. Ich habe einfach 2 Heller gegeben und 2 Kreuzer wieder eingestrichen. Ragnar, du hast quasi alles verloren, was du irgendwie am Mann hattest. Rucksack hast du dann sicherlich abstreifen müssen, oder? Du hast dein Kettenhemd natürlich noch am Mann und deine Kleidung. Die kann dir natürlich nicht abreißen. Aber ansonsten alles, was in deinem Kanu war und alles, was in deinem Gürtel irgendwie gebaumelt hat. Dann, aber mir, würdest du mir noch ein wenig Geld leihen? Ihr seid ganz schön unverfroren. Aber mir, du hast Vorurteile gegen Torwaler, richtig? Richtig. Dann würfel doch mal eine Selbstbeherrschungsprobe, Schwert, um deine Vorurteile gegen Torwaler. Sekunde, wo ist er? Talente, Körper, Selbstbeherrschung plus 8.
Vorteil in Turbala 8. Das geht bestimmt gut. Hm. Hätte ich den Pasta doch ersaufen lassen. Willst du ihm mal eine Ohrfeige oder sowas hauen? Überlegst dir. Ich scheue vor körperlicher Gewalt zurück. Nein, ich hau ihn nicht drin. Borgt euch doch etwas von Jalan. Wenn ihr schon so dumm seid, euch selber zu versenken im Fluss. Ich werde euch garantiert nichts leihen. Diese Dummheit, friere ich hier. Das ist natürlich eine tolle Option, die meine Freunde hier vorschlagen. Jola. Du kannst immer noch durch den Fluss schwimmen. Dann brauchst du kein Geld. Ich habe ein Eid geleistet. Nun gut, komm mit. Ich kümmere mich um eure Erfrierung. Wenigstens ein Ehrenmann hier. Also jetzt hat Iolaus jetzt die 8 Heller für ihn. Heller. Ja, tue ich. Das waren 2 Esel und 2 Beine für ihn, nicht wahr? Richtig. Iolaus, ihr seid ein Ehrenmann. Nicht so wie diese anderen beiden dort. Tse, Torvala. Piratenpack. Er bringt mich noch ins Grab. Bitte tut nicht nochmal etwas so Dummes. War nicht dumm, es war eine Wette, die ich fixgefällig annehmen musste. Überall allerdings auf den Straßen von Werheim, wenn ihr denn eingetreten seid und die ja wirklich Steuern müsst ihr nicht bezahlen, jetzt wo ihr keine Handelswaren mit euch führt, sondern nur das, was in euren Rucksäcken ist, könnt ihr erkennen, wie hier überall durch die Stadt die Eisengarde patrouilliert. Stadtgardisten, Richtschützen, leichte Reiterei, das Garderegiment. Die ganze Stadt ist vom Militär geprägt, die hier durch die Straßen laufen, marschieren, schwadronieren. Und dementsprechend gibt es auch überall Tavernen, vor allem, die dann eben auch für Soldaten angelegt sind. Es gibt Kneipen, Hotels. Und ihr könntet euch dann auch in den Schenken aufwärmen, wenn ihr wolltet, oder ihr könnt gleich weiterziehen. Aber so langsam neigt sich der Tag der Nacht hin und am nächsten Tage würde natürlich eine Weiterreise in Richtung Balio anstehen. Da würde euch dann auch erzählt werden, dass Balio 211 Meilen entfernt ist und das würde eine 7-Tages-Reise sein. Umso besser. Sind wir ja bald schon an der Sichel. Sind wir jetzt schon auf dem Hauptplatz von Werheim oder noch? Ja, genau. Ihr könnt euch da irgendwie auf dem Marktplatz stellen. Direkt vor euch im Norden könnt ihr erkennen den Praios-Tempel der Illuminator. Hier sollen wohl auch eine ganze Menge an Bannstrahler zu finden sein, weil das Oberhaupt der Bannstrahler hier in der Nähe residiert. Zu eurer Rechten die kaiserliche Werheimer Akademie für Strategie und Taktik, wo Helmer Hafax selbst unterrichtet hat, wo er gelehrt hat und wo seine Werke wohl immer noch in den Bibliotheken stehen. Weitere Pferde, die hier patrouillieren. Auf der linken Seite das sehr kleine Rathaus, Schulzenamt, Gericht und etwas weiter auf einem Hügel neben der großen Burg Kamalet könnt ihr auch noch 3 Tempel erkennen von Zar Effert und von Raya. Ich würde mich einmal augenscheinlich nach einer Taverne umgucken oder sowas. Oder in Unterkunft. Was wir finden? Bei Mutter Travine, das ist ein relativ schickes Hotel, für eure Zwecke wohl angemessen. Da kann man dann nächtigen, da kann man trinken. Das ist keine Soldatenkneipe, keine Soldatenschenke. Und Jalan, was sagt ihr dazu? Ich hatte Angst, ihr würdet uns wieder in irgendetwas wie den Selander einquartieren wollen. Das scheint ja ein anständiges Gasthaus zu sein. Was gibt es hier nicht? Wir werden ja sowieso nur einen Tag hier sein. Ist das nicht ein bisschen teuer? Ich glaube, ich nur etwas Billigeres. Nun gut. Dann sei morgen früh wieder hier. Natürlich. Sind eigentlich nur meine Füße so scheiße kalt? Ist ja furchtbar hier. Es ist wirklich kalt. Die Kutsche ist schön warm. Wir haben Winter. Nun, eure Stiefel sehen jetzt nicht unbedingt dem Wetter angemessen aus. Vielleicht soll ich noch neue kaufen, bevor wir weiterreisen. Scheiße, eine guten Stiefel. Kann man die nicht ausklappen? Fuck! Das kann ich nicht. Zieht euch Socken an. Ja, ihr habt ja recht. Schon auf dem Markt, ja, hören, so weit ist gekommen. Sag mal, Werther. Hier auf dem Markt wird es sicherlich Leute geben, die Wollsocken für euch verkaufen. Sag mal, Werther Magister Iolaus, würdet ihr mir bitte noch ein wenig Geld leihen? Ich würde gerne auch in einer Taverne nächtigen.
Ihr kommt jetzt erstmal mit. Ihr müsst die Kleidung definitiv ausziehen und euch vor ein warmes Feuer setzen. Wenn ihr die anbehaltet, werdet ihr erfrieren. Zweifellos. Okay. Denn deine Kälteresistenz ist gerade null. Ich habe Wollkleidung an. Ja, die ist nass. Die ist auf null runter. Auf minus Wollkleidung, eins. Wollkleidung gibt nur minus alles eins. Hat minus eins. Nein, Wollkleidung hat minus eins immer noch. Richtig, Wollkleidung. Ja, statt dem Plus hat es komplett minus eins. Du wirst gerade nein. Tatsächlich haben die anderen recht. Wollkleidung verliert nicht den kompletten Kälteschutz durch Nasssein. Das ist speziell für Wolle. Schau nochmal ins WD. Genau, du musst die, Wolle, musst die Bedingung aufsummieren. Das ist nicht die Bedingung, auf dass es gesetzt wird, sondern minus, also der Kälteschutz dann eben modifiziert um die Bedingung. Das sind Verrechnungen. Gut, das mag jetzt zwar regeltechnisch so sein, aber rollenspielerisch, es ist Winter, er ist klatschnass und er friert. Klar. Er holt die garantierte Erkältung. Nicht, regeltechnisch. Aber ja. Ömer, könntest du mir eben helfen hier? Du findest in dieser Stadt jedoch nichts. Kannst du mir eben zeigen, wo man hier am besten Wollsocken kauft? Und, ach, ich glaube, ich brauche ein paar Handschuhe. Scheiße, ist das kalt hier in diesem Mistland. Apropos regeltechnisch, sag mal Ragnar, wie viele Lebenspunkte hast du verloren? Regeltechnisch habe ich verloren 4. 4, genau, weil das war kaltes Wasser und dann sind das sogar auf Kältewunden. 16. 16. Wie ist deine Wunschwelle? 11. 11. Dann bekommst du wie viele Kältewunden? 2. 2. Sobald ein Held jedoch 2 Kältewunden erlitten hat, beginnt das betroffene Körperteil abzusterben. So viel zu dem regeltechnischen. Das ist höchstwahrscheinlich jetzt gerade dein Zeh, der sich verabschiedet, wenn du deine Schuhe ausziehst. Dann wird dein Zeh angefroren sein und kannst du dann, wenn du die Strümpfe ausziehst, die Schuhe in der nächsten Taverne gemeinsam mit Iolaos, hockt ihr euch gemeinsam oder eben getrennt, weil Abdulon so ein bisschen eine günstigere Taverne bevorzugt, wenn er dort nicht eingeladen wird und Iolaos oder Abelmir dann eine etwas teurere, gemeinsam mit Jalan. Zumindest wenn ihr dann vor einem prasselnden Lagerfeuer sitzt, im Inneren einer Taverne eure Schuhe auszieht, Ragnar so ein bisschen entkleidet und auch noch die Strümpfe abzieht, könnt ihr wohl erkennen, dass Ragnar ein Zeh fehlt. Und zwar der große. Eigentlich fehlt er nicht, der ist jetzt da dran, der ist tief schwarz. Der muss abgetrennt werden. Wie meine Hand.